Jahren der Tracht war mir erst bewusst geworden zur Konfirmation, vor der Konfirmation. Ich hatte damals von meiner Großmutter, sie hat mir ein Trachtenhemd genäht, selbst genäht und eine Krawatte, unsere traditionelle siebenbürgische Krawatte, und ich war sehr stolz drauf und habe sie sehr gern getragen. Also ich habe mich wirklich als Mann das erste Mal, als ich die Tracht getragen habe, gefühlt, weil dies gab mir die Möglichkeit zu zeigen, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo man die Tracht tragen durfte und tragen konnte. Ich trage hier die traditionelle siebenbürgische Tracht der Männer. Und diese Tracht besteht aus dem Hut, unser weitkrempiger Hut mit rundem Deckel. Dann haben wir die Krawatte, die ist selbst gestickt und selbst genäht. Dann haben wir die Weste und unser traditionelles siebenbürgisches Hemd, das wir meistens zur Konfirmation kriegen. Und das ist auch selbst gemacht, in diesem Fall von meiner Großmutter. Dann haben wir den traditionellen siebenbürgischen Gürtel, der ist an der Stiefelhose. Diese Stiefelhose nennt man so, weil sie halt mit Stiefel getragen wird. Und diese Stiefel, das sind hochkrempige Stiefel und ergänzen dann die Tracht der Männer. Also wir Siebenbürger versuchen hier in unserem Landkreis ein bisschen Tradition aufkommen zu lassen, indem wir einen Ball organisieren. Also meine Familie, meine Jungs und die einige Jugendliche von hier aus Scheinfeld, Siebenbürger, organisieren wir Bälle zu unseren traditionellen Festen wie Weihnachten, Neujahrsball also, Ostern, Katrinenball. Und dann werden hauptsächlich traditionelle Musik gespielt, auch Blasmusik. Und es werden auch Vorführungen, Tanzvorführungen von bestimmten Tanzgruppen vorgeführt. Das größte Ereignis bei uns in Herzogenaurach war das Kronenfest, und wo viele Tanzgruppen aufgetreten sind, und nicht nur siebenbürgische Tanzgruppen, sondern auch aus anderen Bereichen, aus anderen Ländern sogar, und haben halt ihre Trachten und ihre Traditionen vorgeführt. Meine Jungs waren da auch ständig in der Volkstanzgruppe, und unser jüngster Sohn, der ist schon mehrere Male in die Krone hinaufgestiegen und war dann als Altknecht zuständig und hat da unsere Tradition sehr gut weitergeführt. Ich möchte allen Menschen auf der Welt mitteilen, dass sie in Frieden leben sollen, ihre Tradition bewahren, Brauchtum weiterführen. Nach unserem Motto, wir wollen bleiben, was wir sind. Wir wollen bleiben, was wir sind.